Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Och, jetzt habe ich schon die Folge angefangen, bevor wir hier die Spielersuche gestartet haben. Bisschen vergessen. Ja, Bilanz 2-2-2, das ist nicht so richtig toll. Also selbst 2-2-0 fand ich schon bescheiden und jetzt ist es wirklich noch schlechter. Und ja, wir müssen jetzt zusehen, dass wir jetzt mal hier Gas geben, um uns mal so ein bisschen nach vorne zu kämpfen. Gibt's ja nicht. Ich finde, in der Trainingsarena sind die Schüsse immer viel schwerer zu machen als im Spiel selber. Aber trotzdem, naja. Wieder gegen die Bayern, gegen wen auch sonst. Und ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier ein vernünftiges Spiel abliefern. Ah, mit dem Linken auch noch. Wollte ich gar nicht rüberwechseln auf den Linken. Aber das könnte wieder ein schöner Blitzstart hier werden. Oh. Gute Möglichkeit, nächste Ecke. Auch da ist Neuer wieder draußen, also den müssen wir ein bisschen weiter vom Tor weghauen jetzt in Zukunft. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ah, schade. Hat da eine Menge Glück gehabt. Fufufu. Rafinha ist nicht, jetzt nicht unbedingt der langsamste. Nein, da ganz sicherlich nicht. Verdammter Mist. So, ach komm, der fällt auch wegen jedem Scheiß. So, und jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen Platz hier. Und der sitzt dann auch. Also, super Konter. Und endlich mal wieder ein schönes Tor. Oder endlich mal wieder ein Tor. So muss es heißen. So, eiskalt ausgekontert. Der Ball kam fast sogar schon noch ein bisschen zu spät. Wir hätten den auch noch weiter rüberspielen können. Aber hier hat dann alles gepasst. War auch auf dem rechten Fuß. Wir haben ja hier nur welche mit rechten, guten Rechten auf der Seite. Ah, da waren wir gar nicht dran an den Bayern-Spielern. Haben wir Glück gehabt, dass die nicht aufs Tor gingen. Boah,
Zauberfuß und dann klingelt es schon wieder. Ein perfekter Ball. Sehr schön gemacht. Gut befreit. Oh, und das ist rot. Scheiße. Das ist doch nur gelb. Dann bricht er das Spiel noch ab. Normalerweise, wenn der hier selbst den Vorteil abpfeift, gibt es dann rot. Haben wir Glück gehabt. Nee, was war das denn bitte jetzt? Schade. Ah, ein bisschen lang gewartet vielleicht. Ey, was? Das war doch mein Kopfball. Jetzt hat er durchaus vernünftige Angriffe hier. Da können wir sehr glücklich sein, dass es echt noch 2-0 steht. Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn es so bleiben würde. Schade. Scheiße. Was mache ich denn hier jetzt? Gott, oh Gott. Das ist eigentlich immer so ein Reflex, aber doch nicht, wenn hier welche stehen. Also jetzt spiele ich es. Ich darf mich nicht beschweren, wenn es hier gleich 2-2 oder so steht. Mann. Also der hat nochmal ganz schön Druck gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Führung unverdient ist, aber es geht in die Richtung mittlerweile, weil wir doch nach der Führung so ein bisschen, ja, das schleifen lassen. Und naja. Ey. Ist aber mutig. Hey, das war schon ein guter Schuss. Also jetzt fangen wir an, hier uns wieder so ein bisschen Benzin unter die Füße zu gießen. Ich weiß nicht, was das hier... Also irgendwie passt gerade gar nichts.
Ja. Roger. Also, er kann es also auch aus der Distanz. Auch mit rechts. Und dann haben wir hier 3-1 wieder. Und dann sollte das uns eine Lehre sein, dass wir überhaupt den Anschluss bekommen haben. Also, sollten wir jetzt zusehen, dass wir das jetzt gut verteidigen. Die Angriffe nicht so direkt vertändeln, so wie jetzt wieder. Wenn wir den Ball erstmal haben. Aber die hat auch ein bisschen Ballglück, muss ich sagen, manchmal, ne? Ja. So, grätschen können wir nämlich auch. Das weiß Arjen Robben jetzt auch ganz gut. Das sollte ein Freistoß sein, okay. Oh, und was für einer. Schönes Teil. Der sah auch souverän aus. Also ich schätze mal, den macht er häufiger so. Eieiei. Und jetzt haben wir hier wieder ein Problemchen. Ach, toll, ey. Es wäre hilfreich, wenn wir jetzt direkt wieder die Führung erzielen. Und da kann man auch mal Vorteil abpfeifen dann. Also, ich meine, die Szene ging ja noch ein bisschen länger. Den Ball hatten wir ja zu keiner Zeit sicher. Und nichts. Oh. Der war auch gut. Ja. Und dann kriegt er den Ball wieder direkt vor die Füße, ne? Ist das ätzend. Herrje, herrje, herrje. Da haben wir den Ausgleich fressen müssen. Und jetzt müssen wir Gas geben. Ich weiß auch nicht, was mit mir gerade los ist. Also sonst spiele ich das nicht so kacke eigentlich. Also manchmal schon, aber naja. Oh mein Gott! Was war das denn für eine Scheiße? Nicht durchgezogen. Jetzt fange ich an, hier Experimente zu machen. Das muss auch nicht sein. So, höchstes Risiko. Hinterseher! Meine Fresse, wie schlecht war das denn? Und dann haben wir das Glück, dass es noch Elfmeter gibt. Ich wollte den eigentlich rechts rüberlegen, weil ich den die ganze Zeit auf dem falschen Fuß hatte, keine Zeit hatte, mich richtig hinzustellen. Und wir haben ein riesen Glück, dass wir hier jetzt noch einen Elfer kriegen und Bayern eine rote. Ein riesen Glück. Die Chance war eigentlich schon vorbei. Zum Kotzen, oder? Sonst schieße ich immer links und der wird immer gehalten. Jetzt schieße ich das erste Mal seit Ewigkeiten rechts und er wird gehalten. Und jetzt am besten noch im Gegenzug hier. Naja, ich werde jetzt alles auf Offensive gehen, denn wir müssen ja jetzt ein bisschen was machen. Kann ja nicht sein, dass wir das Ding jetzt hier
nicht gewinnen, wenn wir in Überzahl sind. Oh je 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 je. Oh je 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 je. Oh meine Fresse, ey. Und dann gibt's noch mal einen Freistoß und die Position, da hat er eben schon mal getroffen. Oh, was für ein Drecksspiel, ey, ohne Scheiß. Ja, und dann ist das Spiel vorbei. Also, wieder viel zu wenig. Also, der Elfmeter dann auch noch. Oh, ich meine, wir können schon ganz glücklich sein. Ne? Ein Sieg wäre so unverdient gewesen, aber man ärgert sich ja trotzdem. Ja, drei Spiele. Ein Unentschieden, einen Sieg brauchen wir, damit wir auf jeden Fall aufsteigen. Ansonsten brauchen wir eh nicht weiterspielen, weil das dann nicht mehr gut genug ist, als dass wir auch uns nur irgendwie Chancen ausrechnen können. Also, nächste Folge geht dann, nächste Folge geht's dann hier weiter und wäre schön, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann und auch, ich bin extrem frustriert und, naja, wir haben's selber verbockt. Also, bis dann.